Die zwei Böcke. Die zwei Böcke. Es gab eine interessante Zeremonie, die also auch im dritten Buch Mose Kapitel 16 beschrieben wird, die brauchen wir jetzt nicht aufzuschlagen. Aber es geht hier um eine Zeremonie, die im Alten Testament stattfand. Und zwar am Tage der Versöhnung oder dem Versöhnungstag, den wir ja heute begehen, der auch das Fasten genannt wird und auch Yom Kippur. Und an diesem Versöhnungstag, da wurden zwei Böcke durch Los herausgeholt aus der Masse der Böcke, die man da so hatte. Und das eine Los fiel auf den Bock, der dann für den Herrn genannt wurde, oder La Adonai. Und der andere Bock, der fiel auf das Tier, das dann für Azazel genannt wurde, oder einfach La Azazel. Und dieser La Adonai Bock, der wurde geschlachtet. Der wurde zu einem Sündenopfer. Der zweite Bock, dieser La Azazel Bock, der wurde lebend in die Wüste geführt. Wir haben für viele Jahre hindurch verstanden, bis dann einige kamen, die es besser wussten, dass der La Adonai Bock Jesus Christus symbolisiert, den Messias. Wohingegen der andere Bock, wie wir noch sehen werden, dieser La Azazel Bock, symbolisiert Satan, den Teufel. Nun, Jesus Christus, dieser La Adani Bock, also dieser Bock für den Herrn, war derjenige, der für uns starb, der am Passa für uns starb, der das Passa-Lamm war. Und diejenigen, die heute berufen sind, die das Opfer Jesu Christi angenommen haben, die dadurch Vergebung der Sünde erlangt haben, die werden ja die Erstfrüchte genannt. Und das Passa bezieht sich eben auf die Erstfrüchte, die heute ganz selektiv von Gott aus der Welt heraus gerufen werden, um den Weg Gottes gehen zu können. Und so ist Christus also als das Passa-Lamm für uns gestorben. Nun, der Versöhnungstag, der findet ja zeitlich gesehen nach der Wiederkunft Jesu Christi statt. Die Wiederkunft Jesu Christi wird hier durch den Posaunentag, das Posaunenfest symbolisiert. Der Versöhnungstag kommt hinterher. Der kommt also erst danach, wenn Christus zurückgekommen ist. Und von daher bezieht er sich nicht nur auf eine individuelle Sündenvergebung, sondern auf eine kollektive Sündenvergebung. Es geht jetzt darum, dass während des Versöhnungstages der Zugang zu Gott für alle Menschen eröffnet werden wird. Und wir sehen jetzt die Tatsache, dass dieses Lamm, dieser La Adonai Bock, am Versöhnungstag geschlachtet wird, auch symbolisch dafür, dass jetzt eine Versöhnung, ganz buchstäblich, zwischen Gott und aller Menschheit stattfinden kann. Und der Azazel-Bock hat auch sehr viel damit zu tun. Also wohingegen jetzt das Passa eine individuelle Versöhnung, könnte man sagen, symbolisiert, symbolisiert der Versöhnungstag eine kollektive Versöhnung zwischen Gott und allen Menschen potenziell gesehen, die heute ja noch keine Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen, weil sie heute noch nicht berufen sind. Nun, einige verstehen nicht, was der Azazel-Bock eigentlich bedeutet. Und die meinen, der bezöge sich auch auf Jesus Christus. Nun, einige Bibelübersetzungen, die schreiben gar nicht Azazel-Bock, die schreiben Sündenbock, eine sehr schlechte, unglückliche Übertragung, denn das wird so den Eindruck erweckt, dass also hier dieser Azazel-Gott irgendwie jetzt die Sünden anderer trägt, obwohl er dafür gar nicht zuständig ist. Nein, Azazel ist schon eine bessere Bedeutung, aber Azazel bezieht sich auf Satan, den Teufel. Er bezieht sich nicht auf Jesus Christus. Der deutsche Kommentar Rienecker zum Beispiel erklärt, dass die Sündenvergebung nur aufgrund von Blutvergießen erfolgen kann. Und interessanterweise wurde der Azazel-Gott nicht getötet, sondern er wurde lebend in die Wüste geführt. So, er kann einfach nicht Jesus Christus symbolisieren. Nun, um die Verwirrung noch vollends und komplett zu machen, ist es dann so gewesen, dass nachher die Juden den Azazel-Gott auch getötet haben, diesen Azazel-Bock. Und haben dadurch natürlich nur noch zu der Konfusion, zu der Verwirrung beigetragen. Aber laut biblischer Lehre ist es so, dieser Azazel-Bock, der wurde nicht getötet. Der wurde lebend in die Wüste gebracht. Aber der La Adonai-Bock, der wurde in der Tat geschlachtet. Wie wir noch sehen werden, hat dies sehr große Bedeutung für uns heute. Warum legte der Hohepriester während dieser Zeremonie seine Hände auf den Azazel-Bock? Was er in der Tat tat und bekannte
über ihm die Sünden der Israeliten. Das tat er nämlich. Und einige, wie gesagt, die haben jetzt gemeint, aha, von daher musste Azazel-Bock und Jesus Christus symbolisieren, was er nicht tat. Nein, es geht darum, dass Satan verantwortlich ist für Sünde. Nicht für alle Sünde. Manchmal sündigen wir und meinen dann, wir könnten das alles so Satan in die Schuhe schieben und sagen, ach ja, das ist der Satan schuld. Der hat mich dazu jetzt gebracht zu sündigen. Das ist nicht unbedingt der Fall. Sie können auch ohne Sünden, ohne Einfluss von Satan sündigen. Ich meine, Satan, wer hat ihn beeinflusst zu sündigen? Niemand. Aber Satan ist natürlich schon verantwortlich für den Teil unserer Sünden. Dadurch auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die von Gott abgeschnitten ist, dass wir in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, wodurch wir eine menschliche Natur erlangt haben, die eigentlich keine göttliche Natur ist, sondern eine von Satan inspirierte. Der Teil der Sünde, für den Satan verantwortlich ist, dieser Teil wird von dem Hohepriester jetzt symbolisch gesehen auf diesen Azazel-Bock zurückgegeben und er wird dann lebend in die Wüste geführt, um diesen symbolischen Zusammenhalt zwischen den Menschen und Satan abzuschaffen. Aber schauen Sie, Christus hat nicht gelitten, er ist nicht gestorben für das, wofür Satan verantwortlich ist. Christus ist für ihre Sünden gestorben, er ist für meine Sünden gestorben, aber er ist nicht für Satan gestorben. Warum nicht? Nun, Satan hat die unvergebbare Sünde begangen. Satan kann und will und wird nicht bereuen. Christus stirbt nicht für jemanden, ob Satan oder Dämon oder Mensch, der die unvergebbare Sünde begangen hat. Und von daher auch hier ist es wichtig zu verstehen, dass Satan, dieser Azazel-Bock, hinweggenommen werden muss, damit eine Versöhnung zwischen dem Menschen und Gott in der Tat stattfinden kann. Der Mann, der diesen Azazel-Bock in die Wüste führte, der kam nachher zurück ins Lager, musste sich vorher aber waschen, um überhaupt Einlass zu finden ins Lager, was eben auch symbolisieren soll, dass er hier Kontakt hatte mit der Sünde, Kontakt hatte mit Satan, musste man daher symbolisch gesehen wieder rein werden, um wieder Zugang zu finden in das Camp, in das Lager von den Israeliten. Schauen wir uns einmal an, was geschehen wird, wenn Christus zurückkommt. Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20 und lesen wir die Verse 1 bis 3. Denn bevor das tausendjährige Reich beginnt, bevor das Millennium beginnt, muss hier etwas noch geschehen. Satan muss zunächst einmal weggeführt werden. Wir wissen ja, dass er während des Millenniums keinerlei Gewalt mehr haben wird über die Menschen. Er wird dann nicht mehr die Freiheit haben, andere zu verführen. Aber zunächst heißt es in Offenbarung Kapitel 20 und Vers 1. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte den Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Denken Sie an den Mann, der den Azazel-Bock in die Wüste brachte. Symbolisiert hier für den Engel, der Satan während dieser 1000 Jahre in einem Gefängnis verwahren wird. Das ist genau das, was der Versöhnungstag, dieser Yom Kippur-Tag, symbolisiert. Im Deutschen wird die Bedeutung eigentlich sogar auch noch klarer. Es heißt ja Versöhnungstag, in dem das Wort Sohn mitspielt. Es geht in der Tat so, dass eine Versöhnung stattfindet zwischen Vater und Sohn. Und so natürlich ist stellvertretend für die gesamte Menschheit. Diese Versöhnung konnte nur dann stattfinden und kann nur dann stattfinden, wenn Satan zunächst einmal keinerlei Einfluss mehr haben wird auf die Menschen, die zurzeit natürlich von Satan beeinflusst sind. Aber warum wurden diese beiden Böcke durch Los bestimmt? Wie wir ja wissen, ist das Werfen des Loses das letzte Mal vorgekommen, biblisch gesehen, als noch bevor die neutestamentliche Kirche gegründet wurde. Als die neutestamentliche Kirche den Heiligen Geist erhielt, danach findet man nirgendwo mehr, dass das Los geworfen wurde, um den Willen Gottes herauszufinden. Aber im Alten Testament war dies der Fall. Und das Los bedeutete schon, dass Gott offenbaren würde, wer und was, wo und wo immer anzusehen war. In diesem Falle, wer sollte dieser Azazel-Bock sein? Wer sollte der Bock La Adonai sein? Gott musste es durch das Loswerfen offenbaren.
Das ist sehr wichtig für uns zu begreifen, denn Gott muss heute auch offenbaren, wer oder was der wahre Gott ist. Wie wir sehen werden, die meisten Menschen heute glauben, sie beten Gott an und tun es nicht. Die meisten Menschen heute glauben und meinen, sie beten den La-Adonai-Bock an, jetzt symbolisch gesehen, und beten in Wirklichkeit den Azazel-Bock an, wie wir noch sehen werden. Die meisten Menschen haben diese Vorstellung nicht. Und die Tatsache, dass heute viele verwirrt sind über die symbolische Bedeutung von Azazel, zeigt auch hier wiederum die Verwirrung, die man auch symbolisch verstehen kann. Es gibt natürlich unglaubliche Unterschiede, gewaltige Unterschiede, Unterschiede, die man nicht miteinander in Einklang bringen kann zwischen Gott oder Christus und Satan. Und ich möchte heute einmal diese Unterschiede zum Ausdruck bringen. Und jedes Mal, wenn wir vor eine Situation gestellt werden, ob wir sündigen wollen oder nicht, dann denken wir daran, dass wir jetzt entweder uns an den Azazel-Bock wenden oder an den La-Adonai-Bock. Fangen wir mit dem ersten großen Unterschied an, zwischen Christus und Satan. Christus ist der Lebensspender. Satan ist der Mörder. Christus, der Lebensspender. Wir wissen, dass Gott der Vater alles durch Christus geschaffen hat. Damit hat Christus uns auch physisches Leben gegeben. Aber nicht nur das. Er bietet uns auch das ewige Leben an. Und wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dann haben wir bereits eine Garantie oder man könnte sagen eine Anzahlung auf dieses ewige Leben erlangt. Also Christus ist der Lebensspender. Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3 und schauen wir uns die Verse 14 und 15 an. Johannes Kapitel 3, die Verse 14 und 15. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Es bezieht sich hier natürlich zunächst einmal auf die Kreuzigung, aber auch auf die Auferstehung. Damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Aber schauen wir uns Vers 36 an. Im gleichen Kapitel. Denn einige sagen, ja, ich glaube an Christus. Ich glaube, dass es einen Christus gegeben hat. Ich glaube, dass er für uns gestorben ist. Also von daher habe ich das ewige Leben. Das ist das nicht, was die Bibel lehrt. Dann schauen wir uns Vers 36 an. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wir sprechen hier nicht von theoretischem Glauben. Wir sprechen vom praktischen Glauben. Wir sprechen vom Glauben des Gehorsams. Wir sprechen davon, dass wenn wir wirklichen Glauben an Christus haben, dann werden wir ihm auch gehorchen. Ansonsten haben wir einen falschen Glauben, der uns nichts bringen wird, der uns nicht helfen wird. Kapitel 6. Johannes Kapitel 6 und Vers 40. Johannes Kapitel 6 und Vers 40. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, aber wir wissen jetzt, was Glaube bedeutet, dass er das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Er, Christus, wird ihn auferwecken am jüngsten Tage. Er wird ihm das ewige Leben geben. Jemand, der sich qualifiziert hat, der gezeigt hat, dass sein Glaube und sein Gehorsam Hand in Hand gegangen sind. Johannes Kapitel 10. Und Vers 28. Johannes Kapitel 10 und Vers 28. Ich fange mit Vers 27 an, um den Zusammenhang hier zu verdeutlichen. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Also nicht nur das physische Leben, das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also der Punkt ist der, Christus ist der Lebensspender, der uns das physische, aber auch das ewige Leben gegeben hat und geben will. Aber das ist Satan nicht. Satan ist der Mörder.
Satan ist derjenige, der sie umbringen will. Physisch und geistig. Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8 und Vers 44. Johannes Kapitel 8 und Vers 44, das sagt Christus zu den Juden seiner damaligen Zeit, aber sagt es zu uns heute auch, er sagt es zu allen Menschen, ihr habt den Teufel zum Vater. Die meinten, die beteten Gott den Vater an und Christus sagte, nein, ihr habt den Teufel zum Vater. Und nach eures Gelüstes und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder. Von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Satan ist ein Mörder. Von Anfang an war er ein Mörder. Als er zu Satan wurde, war er ein Mörder. Wieso? Nun, er verführte Eva und durch diese Verführung kam der Tod ins Land. Sie wurden letztendlich getötet. Eva und Adam starben, wie Gott gesagt hatte, sie würden sterben. Er war also, wie wir sehen hier, teilweise, nicht vollständig, aber teilweise verantwortlich für die Sünde. Er verführte Eva und dann haben Adam und Eva gesündigt. Und haben über sich die Strafe für Sünde auf sich gebracht, und zwar den Tod, den physischen Tod, und wenn es keine Vergebung geben würde, sogar auch den ewigen Tod. Und so hat also Satan die Herrschaft, wenn man so sagen will, über den Tod. Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2. Aber schauen Sie, Christus kam, um uns von dieser Knechtschaft zu befreien. Wenn wir sein Angebot annehmen wollen. Hebräer Kapitel 2, die Verse 14 und 15. Hebräer Kapitel 2 und Vers 14. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich den Teufel. Hören Sie, der Teufel hat Gewalt über den Tod, weil er uns zur Sünde verführt, und wenn wir sündigen, dann haben wir die Todesstrafe über uns gebracht. Und Christus muss uns von dieser Gewalt erlösen. Der zweite Punkt. Christus, der La Adonai Bock, ist die Wahrheit. Der Teufel ist die Lüge. Wenn wir sündigen, folgen wir nicht Christus. Denn Christus ist die Wahrheit. Der Teufel ist die Lüge. Schauen wir uns Johannes Kapitel 1 an. Aber auch hier wiederum, die Wahrheit muss uns offenbart werden. Die meisten Menschen heute meinen, sie hätten die Wahrheit verstanden und haben sie nicht verstanden. Können sie nicht verstehen. Warum nicht? Johannes Kapitel 1, Vers 17. Da heißt es, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Christus muss uns die Wahrheit offenbaren. Die Wahrheit kam durch Christus. Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8, die Verse 45 und 46. Da hat er mir eben gerade gesagt, hatte der Teufel, das ist ein Mörder von Anfang an. Er sagt auch etwas, wie wir es noch nachher gleich noch lesen werden, was er noch ist, aber hier sagt er in Vers 45, weil ich aber, Christus, die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wenn Christus heute die Wahrheit sagt, glaubt die überwiegende Masse der Menschen ihm nicht. Wenn seine Diener die Wahrheit verkündigen, dann werden die meisten Menschen diese Wahrheit ablehnen. Und er sagt weiter, Vers 46, wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Und die Antwort war natürlich, weil ihr sie nicht verstehen könnt, weil Gott noch nicht mit euch wirkt. Noch nicht. Aber wenn Christus zurückgekommen ist, wenn Satan gebunden worden ist, dann ja. Aber diejenigen von uns, die heute bereits schon zur Wahrheit berufen sind, wir müssen natürlich in allem Jesus Christus glauben. Johannes Kapitel 14 und Vers 6. Johannes Kapitel 14 und Vers 6. Auch hier eine sehr wichtige Stelle, die die meisten nicht akzeptieren wollen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zu Gott dem Vater, denn durch mich. Viele meinen heute, da gibt es sehr, sehr viele Wege, die nach Rom führen, nicht wahr? Der Papst sprach jetzt davon, vielleicht haben Sie das in den Nachrichten gesehen, dass sogar Atheisten in den Himmel kommen. Nun, weder kommen sie in den Himmel, noch haben die Atheisten das Heil für sich gepachtet. Nein, niemand kommt zu Gott, dem Vater, als allein durch Jesus Christus. Um es im Klartext zu sagen, Sie können nicht zu Gott, dem Vater, kommen durch. Sie können jetzt eine Religion hineinführen, welche Sie auch wollen. Egal, welche es auch ist. Diese Religionen werden die Menschen nicht zu Gott, dem Vater, führen. Allein durch Jesus Christus. Das ist die Wahrheit, die uns Christus verkündigt. Das ist nicht die Wahrheit, die uns Satan verkündigt. Satan, ein Lügner, in dem die Wahrheit nicht ist. Johannes Kapitel 8. Lesen wir jetzt den zweiten Teil der Aussage Christi. Johannes Kapitel 8 und Vers 44. Nachdem er gesagt hatte, dass die Wahrheit nicht in ihm ist, Johannes 8 und Vers 44, führt er fort zu sagen, wenn er, also die Rede ist von Satan, wenn er Lügen redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und, schauen Sie, der Vater der Lüge. Er ist der Begründer der Lüge. Bevor es Satan gab, gab es keine Lüge. In Gott ist absolute Wahrheit und keine Lüge kommt aus der Wahrheit. Christus sagt, dass Satan der Vater, der Begründer, der Erfinder, der Schöpfer der Lüge ist. Und deswegen sagt er auch, wenn wir die Gelüste unseres Vaters, Satans des Teufels, hier tun wollen, dann folgen wir einem Lügner. Satan log Eva an. Ich war, sagte ihr, du brauchst keineswegs Angst zu haben, du wirst keineswegs des Todes sterben, wenn du von der Frucht isst, von der Gott gesagt hatte, du sollst davon nicht essen. Satan lügt uns heute an. Er hat natürlich auch Prediger, die ihm folgen in dieser Beziehung. Und die sagen uns, wir brauchen heute das Gesetz Gottes nicht mehr zu halten. Christus kam, um das Gesetz abzuschaffen. Heute braucht jeder lediglich zu sagen, ich glaube an Christus und schon bin ich gerettet. Es ist nicht mehr erforderlich, Gott gehorsam zu sein. Die Idee ist, man hat, egal was für eine Religion man auch annimmt, solange wie man seinem Gewissen folgt, dann wird man schon das Heil erlangen. Alles das sind satanische Lügen, die in keinster Weise mit dem im Einklang stehen, was die Bibel sagt. Andere sagen, wir haben bereits schon eine unsterbliche Seele in uns, so wir brauchen uns da keine Sorgen zu machen. Wenn wir sterben, dann leben wir ewig weiter. Hoffentlich im Himmel, nicht in der Hölle. Die Lehre der unsterblichen Seele ist eine heidnische Lehre, die nirgendwo in der Bibel gelehrt wird. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Nun, in 2. Korinther Kapitel 11 wird noch mehr über Satan gesagt. 2. Korinther Kapitel 11 und lesen wir Vers 14. Fangen wir mit Vers 13 an, um den Zusammenhang zu sehen. Es sind solche auch falsche Apostel, betrügerische Arbeiter. Sie verstellen sich als Apostel Christi. Oh ja, die reden viel von Christus. Und Christus kam für uns zu sterben. Wir sollen das wunderschöne, herrliche Weihnachtsfest halten. Das erinnert uns an die Geburt Jesu Christi und so weiter und so fort. Gott sagt, die sind betrügerische Arbeiter. Die verstellen sich nur. Aber, in Vers 14, das ist auch kein Wunder. Denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Er verstellt sich, der Lügner, als ein Engel des Lichts. Obwohl er ein Engel der Finsternis ist heute. Und darum ist es auch nichts Großes, wenn sich seine Diener, also Satan wird hier als jemand beschrieben, der Diener hat, wenn sich seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit, weil die sagen uns, wir brauchen das Gesetz nicht mehr zu halten und alle Gebote Gottes sind Gerechtigkeit. Also die sagen, wir leben zwar und glauben zwar und lehren zwar Gerechtigkeit, aber sie verstellen sich, denn in Wirklichkeit lehren sie es keineswegs und tun es auch nicht. Und so sagt er hier, deren Ende wird sein nach ihren Werken. Also Satan, der Lügner, der sich als ein Engel des Lichtes verstellt. Aber Satan ist auch in seiner Lüge ein sehr einschmeichelnder Redner, der hin und wieder sehr großartige Worte benutzt, bombastische Worte benutzt, vielleicht charismatisch auftritt. Aber diese Worte sind wirklich ohne Belang, geistlich gesehen. Aber er ist jemand, der uns verführen kann, wenn wir nicht aufpassen. Und so wird er ja auch der Verführer genannt. Das ist ja einer seiner Namen, der Verführer. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 9, eine Stelle, die wir alle, nehme ich einmal an, kennen.
Und gleichwohl ist es wichtig, sie noch einmal zu lesen, denn hier wird etwas sehr Fundamentales gesagt. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 9. Dieser Zeitpunkt ist möglicherweise gekommen, vielleicht noch nicht ganz gekommen, aber wenn auch nicht, dann steht er unmittelbar bevor. Es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Die ganze Welt ohne Ausnahme. Die überwiegende Masse der Menschen ist heute verführt, ohne es zu wissen. Sie sind verführt von Satan, dem Teufel. Und er hat es sehr geschickt angefangen, die Menschheit zu verführen, auch dadurch, dass er den Menschen beigebracht hat, zunächst einmal, dass es ihn gar nicht gibt. Oder diejenigen, die an ihn glauben, die haben dann die Vorstellung, dass sie einer anderen Religion anhängen müssen, um ihn überwinden zu können. Wie ich sagte, während des Millenniums wird er gebunden sein. Wird er nicht mehr in der Lage sein, die Menschen zu verführen. Aber zu Ende des Millenniums wird er für eine kurze Zeit freigelassen werden. Schauen wir uns an, was geschieht. Offenbarung Kapitel 20. Ich meine, man sollte es kaum glauben, nach fast 1000 Jahren von Freude und Frieden und Glückseligkeit und der Erkenntnis, was das Heil ist, wird Satan freigelassen werden. Und schauen wir uns an, Offenbarung Kapitel 20 und Vers 7, was die Reaktion sein wird. Da heißt es, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, oder besser übersetzt, wenn sie dabei sind, sich zu vollenden, ganz zu Ende, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen, was? Zu verführen. Zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie nur ein paar, denn die meisten haben es ja erkannt, nicht wahr, dass sie ja Satan nicht folgen dürfen. Die Zahl ist wie der Sand am Meer. Eine gewaltige Menge. Und sie stiegen hinauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie, und der Teufel, der sie verführte, der wurde jetzt geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet besser geworfen worden waren. Und sie, und dann wurden hier werden jetzt Satan und die Engel beschrieben, seine Engel, die werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber der Punkt, den ich hier machen möchte, ist folgender. Satan hat eine solche unglaubliche Macht, dass er, nachdem er nach 1000 Jahren für eine kurze Zeit aus dem Gefängnis entlassen wird, er die Menschen verführen kann, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Also wir sollten keineswegs meinen, dass wir in irgendeiner Form gefeit sind und nicht den Einflüsterungen, den Einwirkungen Satans unterlegen sein könnten. Keineswegs. Der dritte Punkt. Christus ist unser Freund, Satan ist unser Feind. Schlicht und einfach ausgedrückt. Wen wählen Sie sich als Ihren Freund? In Johannes Kapitel 15. Johannes Kapitel 15. Angefangen in Vers 13. Johannes Kapitel 15 und Vers 13. Und ich lese die Verse 13 bis 15. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr an mich glaubt. Nein. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Es geht hier wiederum um den Glaubensgehorsam. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, Vers 15, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Aber die Verantwortung besteht nun, dass man mit diesem Wissen etwas anfängt. Nicht nur, dass man das Wissen erhält, sondern dass man das Wissen lebt. Ihr seid meine Freunde, sagt Christus, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Nun, was sagt uns Satan? 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 8. Wer und was ist er? Zunächst einmal sagt er uns, ihr braucht keineswegs zu tun, was Christus euch gebietet. Ihr könnt so leben, wie ihr wollt. 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 8. Seid nüchtern und wacht. Wenn es also so selbstverständlich wäre, dass wir, wenn wir Gottes Geist empfangen haben oder wenn Gott dabei ist, uns zu berufen, dass wir in keinster Weise mehr jetzt von Satan verführt werden könnten, dann würde das wenig Sinn ergeben. Petrus sagt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, der geht umher wie ein brüllender Löwe und
der sucht, wen er verschlinge. Er wird hier unser Widersacher genannt. Er ist unser Feind, der will uns umbringen. Physisch, durch Schwierigkeiten, uns entmutigen und natürlich dann letztendlich geistlich. Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13 und Vers 39. Ich habe vor vielen, vielen Jahren gelernt, dass wenn ich eine Predigt mit Punkten gebe, ihnen nicht sage, wie viele Punkte ich habe. Denn dann wissen sie nie, ob ich nachher irgendwie was kürzen muss, ob ich vielleicht alles gesagt habe oder nicht. Aber es sind so einige Punkte, die noch kommen. Aber zunächst einmal hier Matthäus 13 und Vers 39. Das ist hier das berühmte Gleichnis vom Unkraut. Dass also Satan kommt und in den Acker sät. Und er sagt hier ganz eindeutig, wer Satan ist. In Vers 39, Matthäus Kapitel 13. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Satan ist der Feind Gottes und er ist unser Feind. Und alles, was Satan uns anbietet, denken wir daran, er ist der Engel des Lichtes. Nicht wahr? Er hat sich als ein Engel des Lichtes verkleidet, manifestiert, als ein solcher erscheinen will. Alles das, was uns anbietet, nützt uns nichts, dient zu unserem Untergang, zu unserer Vernichtung. Satan ist unser Feind. Er ist nicht unser Freund. Und die bestimmten Religionen, Religionsrichtungen, gewisse Dinge, die innerhalb von gewissen Religionen getan werden, die es vielleicht schön aussehen mögen, kleinen Kinder, die freuen sich, wenn sie Ostereier sammeln können zum Beispiel, das ist alles Teil des Planes Satans, uns zu vernichten. Er ist unser Feind, nicht unser Freund. Wir zum Beispiel haben ja Eier, die von einem Hasen gelegt werden, absolut nichts zu tun mit der Auferstehung Jesu Christi. Der vierte Punkt. Christus ist, wenn man es so sagen will, der Gute. Satan ist der Böse. Nun, wir finden nicht unbedingt die Aussage, Jesus ist der Gute, aber wir finden die Aussage, dass Jesus und Gott gut sind. Von daher sind sie dann schon als die Guten zu bezeichnen. Im Psalm 25, Psalm 25 und Vers 8. Auch hier denken wir daran, dass wenn wir uns Gott anschließen, wenn wir dem gehorchen, was Christus uns sagt, dass gut für uns ist, nicht schlecht. Auch wenn es vielleicht schwierig sein mag, auch wenn es vielleicht so aussieht, als ob es vielleicht nicht die beste Wahl ist. Nein, es ist gut. Psalm 25 und Vers 8. Der Herr ist gut und gerecht. Darum weist er Sündern den Weg. Aber das heißt nicht, dass alle die Sünder diesem Weg auch folgen werden. Aber zunächst einmal heißt es, dass Gott, und wir wissen ja, dass der Gott des Alten Testamentes, der Herr, der Jahwe, in vielen Fällen sich auf Jesus Christus bezieht, der Herr ist gut und gerecht. In Psalm 85, lesen wir Vers 13. Psalm 85 und Vers 13. Dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe. Das ist das Gebet. Dass auch der Herr uns Gutes tue. Nun, alles das, was Gott uns gibt, ist gut. Alle Geschenke, die von Gott kommen, sind gut. In Jakobus Kapitel 1 und Vers 17 wird dies auch zum Ausdruck gebracht, im Hinblick jetzt auch auf Gott den Vater. Aber Gott, der Vater und Jesus Christus sind ja eins, nicht dass sie eine Person sind, aber dass sie eine Einheit bilden, in dem Sinne, dass sie die gleichen Zielvorstellungen haben, die gleichen Absichten, den gleichen Charakter. Jakobus Kapitel 1 und Vers 17, da heißt es, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichtes, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Also alles, was von Gott kommt, ist gut. Alles, was von Satan kommt, ist schlecht. Da aber der Satan uns so sehr verführt hat im Laufe unseres Lebens, haben wir manchmal andere Wertvorstellungen und meinen, dass das, was von Satan kommt, das ist eigentlich
gut. Und das, was von Christus uns angeboten wird, das ist eigentlich gar nicht so gut. Und wir lesen im Buch Jesaja, das heißt, wehe denen, die Gutes böse nennen und Böses gut. Und Licht Finsternis und Finsternis Licht. Wehe denen. Aber schauen wir uns einmal an, wie Satan beschrieben wird in Johannes Kapitel 17. Johannes Kapitel 17 und in Vers 15 verstehen wir, warum Christus kommen muss, um Satan zu binden, um eine Versöhnung zwischen Gott und Menschen herbeiführen zu können. Denn solange wie Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe, wird eine solch endgültige Versöhnung zwischen dem Menschen und Gott nicht stattfinden können. In Johannes Kapitel 17 und Vers 15, und wenn wir von den Problemen hören, die auch gerade jetzt stattfinden, dann können wir uns auch vorstellen, warum das der Fall ist. Denn Satan weiß ja, was wir verkündigen. Satan weiß ja, woran wir glauben. Satan weiß ja, warum wir zum Beispiel den Versöhnungstag halten. Und er weiß, was seine Rolle sein wird in diesem Versöhnungstag. Und das gefällt ihm gar nicht. Und er will auch nicht, dass wir das wissen und davon reden. Johannes Kapitel 17 und Vers 15. Hier sagt Christus, ich bitte dich nicht, dass du sie, seine Jünger, aus der Welt nimmst. Also nicht, dass wir jetzt alle in ein Kloster gehen und uns jetzt von allen absondern. Nein, wir sind in die Welt gesandt worden, um die Wahrheit zu verkündigen. Er bittet nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das war die Bitte Jesu Christi. Wir sollen bewahrt werden vor dem Bösen, vor Satan, der Personifikation des Bösen. Alle Dinge, die Satan uns offeriert, sind schlecht. Das ist das, was wir begreifen müssen. Die Welt, in der wir heute leben, dieses Zeitalter, wie wir noch sehen werden, ist nicht von Gott regiert. In Galater Kapitel 1 und Vers 4. Galater Kapitel 1 und Vers 4. Hier wird von Christus gesprochen, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat. Wir hatten gelesen, dass wir bewahrt werden sollen vor dem Bösen. Hier wird noch mehr gesagt, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt. Nach dem Willen Gottes unseres Vaters. Wir sollen bewahrt werden vor dem Bösen. Wir sollen errettet werden aus der gegenwärtigen bösen Welt. Nun, Balance tut Not. Es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt total uns distanzieren von allem, weil die böse Welt um uns herum ist ja böse. Wir müssen aber den Sinn entwickeln und erkennen, was böse ist und was gut ist und das Böse ablehnen. Darum geht es. Der fünfte Punkt. Christus erhält, Satan zerstört. Wenn wir etwas zerstören wollen, nun, wenn es etwas Falsches ist, dann ja. Aber wenn es etwas Gutes ist, dann natürlich nein. Aber Christus erhält, was er erschafft. Er erschafft es nicht, um es zu zerstören. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 1 an. Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Hebräer Kapitel 1 und Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben, uns unsere Hände betastet haben, das Wort vom Leben, das Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben. Und das ist eine sehr gute Stelle, nur ist es nicht die, die ich lesen wollte. Ich lese sie aus 1. Johannes, aber das wollte ich nicht lesen. Ich wollte Hebräer 1 lesen. Und alle gucken mich an, verwirrt, erstaunt und denken sich, ich habe die Bibel verändert. Hebräer Kapitel 1 und Vers 1 wollte ich eigentlich lesen. Aber die andere Stelle war auch gut, die passt auch ganz gut. Ja. Nein, Hebräer 1 und Vers 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Gott, der Vater, hat alles durch Christus erschaffen. Er ist das Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens und trägt, andere Übersetzungen haben hier, und er erhält, er bewahrt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort.
Schauen Sie, wenn Jesus Christus das Universum zum Beispiel jetzt nicht erhalten würde, würde es in ein Nichts zusammenfallen. Wenn er sie nicht erhalten würde, würden sie aufhören zu existieren. Christus hat uns erschaffen, aber er hält uns auch. Er will uns ja letztendlich das ewige Leben schenken. In Kolosser Kapitel 1, jetzt will ich aber schon aufpassen, dass ich die richtige Stelle finde hier. Kolosser Kapitel 1, das muss am Licht liegen hier, das ist so dunkel. Kolosser Kapitel 1 und Vers 17, da lesen wir, er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Die Rede ist von Jesus Christus. Sieh, er ist vor allem geschaffen, und das heißt nicht, dass er vor Gott dem Vater war. Es gab immer schon Gott, den Vater und Jesus Christus, aber er ist vor allem Geschaffenen und es besteht alles in ihm. Wie ich sagte, wenn er seine Kraft zurückziehen würde, dann würde nichts weiter bestehen. Wenn Gottes Geist, es gibt eine Stelle, wo es heißt, wenn Gott seinen Geist von uns nehmen würde, dann würden wir sterben, dann würden wir aufhören zu existieren. Er hält alles durch sein gewaltiges Wort, er hält alles durch seine Persönlichkeit. Christus wird eingreifen in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft, um dieser bösen gegenwärtigen Welt ein Ende zu machen. Er sagt, wenn er nicht eingreifen würde, wenn diese Tage der großen Trübsal nicht verkürzt würden, es würde kein Fleisch am Leben bleiben. Kein Fleisch, kein Mensch, kein Tier, nichts. Aber er sagt, um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt werden. Er kommt, um Leben zu erhalten, um das Massenmorden der irregeleiteten Führer dieser Welt abzuschaffen, zu beenden. Wir lesen, er kommt, um Kriege zu beenden. Er kommt nicht, um Krieg zu führen. Eine ganz andere Dimension wird hier offenbart. Er ist derjenige, der Leiden beenden will. Er ist derjenige, der alles durch sein mächtiges Wort trägt und erhält. Er ist derjenige, der es bewahrt. Christus ist der, der es bewahrt. Satan ist der es zerstört. Er ist der Zerstörer. Satan, wussten Sie das? Ist der Begründer des Krieges. Er ist nicht nur der Vater der Lüge, er ist der Vater des Krieges. Es gab niemals einen Krieg, bevor Satan zu Satan wurde. Und so ist er heute noch derjenige, der Krieg führen will. Und er will uns zerstören. Offenbarung Kapitel 9. Offenbarung Kapitel 9 und Vers 11. Offenbarung Kapitel 9 und Vers 11. Hier wird ein Krieg der Zukunft noch beschrieben. Und die hatten über sich einen König, wie es heißt, diese Macht hier, die hier beschrieben wird, den Engel des Abgrunds. Und sein Name heißt auf Hebräisch Abaddon. Und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Und die Bedeutung ist Zerstörer und Zerstörung. Satan, der Engel des Abgrundes, wird die Menschen dazu bringen, sich selbst und andere zerstören, vernichten zu wollen. Und wir lesen, dass Christus zurückkommen wird, um die zu vernichten, die andere vernichten wollen. Ja, er wird sie vernichten in dem Sinne, dass er aufhören wird, denen zu gestatten, andere zu vernichten. Aber Satan ist unser Feind, der uns zerstören will. Er hat eine zerstörende Natur in sich. Und wenn wir eine zerstörende Natur in sich haben, dann müssen wir die überwinden. Dann müssen wir aufhören, eine solche zerstörende Natur zu haben und der zu folgen. Offenbarung Kapitel 12. Und Vers 4. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 4. Hier wird die Rebellion Satans und seiner Dämonen gegen Gott beschrieben, wo er sogar versuchen wollte, Gott von seinem Thron zu stürzen. Und es heißt, sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg. Scheinbar ein Drittel aller geschaffenen Engel wurden zu Dämonen, folgten ihm in dieser Rebellion. Und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die geboren sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Was tat er? Er versuchte Christus, den neugeborenen Messias, zu töten, dadurch, dass er durch Herodes den Kindermord beging. Das war sein erklärtes Ziel, zunächst einmal ihn physisch umzubringen. Und später natürlich auch in der Episode in der Wüste geistig. In Lukas Kapitel 4, da finden wir auch diese Stelle. Die kennen wir ja alle, wo Jesus versucht wurde, von dem Teufel. Lukas Kapitel 4, angefangen Vers 1. Das war jetzt die Idee, ihn geistig zu vernichten. Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan, wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen,
Wir fasten einen Tag. Christus fastete 40 Tage. 40 Tage. Und das heißt hier, und als sie ein Ende hatten, da hungerte ihn. Und dann beging Satan diese Versuchungen, scheinbar auch schon während dieser 40 Tage. Und es ist keineswegs so, nachdem er diese Versuchungen beendet hatte, dass er dann Christus in Ruhe ließ. Denn wir lesen nämlich in Vers 13, und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, die er damals hervorbringen wollte, da wich er von ihm eine Zeit lang, nicht bis zu Ende seines Lebens, eine Zeit lang nur. Und wir sollten auch niemals vergessen, dass Satan immer und immer wieder versuchen wird, uns zu verführen, uns zu vernichten. Und wir müssen uns dessen bewusst sein. Der sechste Punkt. Und darf ich mal höflichst anfragen, wie lange ich eigentlich schon gesprochen habe? Ich habe nämlich keine Ahnung. 45 Minuten. Der sechste Punkt. Christus versucht uns nicht. Satan versucht uns. Auch das ist wichtig zu begreifen. Christus versucht uns nicht. Satan versucht uns. Nun, in der Lutherbibel geht das manchmal so wie Kraut und Rüben durcheinander. Da wird hier von Versuchung gesprochen, wo es nicht Versuchung heißen sollte. Oder es wird von Prüfung gesprochen, wo es Versuchung heißen sollte. Das Problem ist nämlich, dass sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen das gleiche Wort steht. Und es liegt jetzt am Übersetzer, die richtige Wortwahl zu finden. Und da die Übersetzer in vielen Fällen natürlich die Bibel nicht verstehen, haben sie die falsche Übersetzung gewählt. Aber schauen wir uns an, was in Jakobus Kapitel 1 und Vers 13 steht. Jakobus Kapitel 1 und Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Gott versucht sie nicht. Wenn sie versucht sind zu sündigen, wenn ich jetzt den Ausdruck gebrauchen will, kommt diese Versuchung nicht von Gott. Nun, Gott prüft uns. Gott prüft uns. Aber hier ist der Unterschied. Gott prüft uns, damit wir nicht sündigen. Satan versucht uns, damit wir sündigen. Das ist der Unterschied. Und wir lesen, dass Gott keine Versuchung, keine Prüfung erlauben wird, die über unsere Macht geht, sie zu bestehen. Aber Gott versucht uns nie. Wenn es manchmal heißt im Alten Testament, dass Gott versuchte Abraham, absolut verkehrt. Es sollte übersetzt werden, Gott prüfte Abraham. Aber wir werden versucht von Satan. Satan ist derjenige, der uns versucht, damit wir sündigen. Satan versuchte Eva. Satan versuchte Christus, oder versuchte zumindest, ihn zu versuchen. Er versucht uns, dass wir sündigen. Und deswegen sollen wir auch beten, führe uns nicht in Versuchung. Nun, das bezieht sich sowohl auf die Versuchung von Satan, es bezieht sich auch auf eine sehr starke Prüfung. Wir sollen auch zu Gott beten, dass er uns nicht nur eine solche sehr starke Prüfung hineinbringt, die wir vielleicht große Schwierigkeiten haben zu bestehen. Aber wir sollten begreifen, dass wenn wir in einer solchen Versuchung stecken, in einer solchen Prüfung, wir immer wiederum auch die Hilfe von Gott erhalten können, sie zu bestehen. Schauen wir uns 1. Korinther Kapitel 7 an. 1. Korinther Kapitel 7 und Vers 5. Entziehe sich nicht eins dem anderen, das geht hier um eine eheliche Verbindung, nicht um jemand, der nicht verheiratet ist, entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt und dann kommt wieder zusammen. Kommt wieder zusammen, bezieht sich eben wieder auf die sexuelle Vereinigung auch. Damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Also hier die Warnung vor Ehebruch, vor Unzucht und so weiter, aber der Punkt ist der. Paulus warnt, er sagt, macht das auf die richtige Weise, dass Satan euch nicht versucht. Versucht zu was? Versucht zu sündigen. Also Satan ist derjenige, der uns versucht. Aber schauen wir uns 1. Korinther 10 an. Und Vers 13. 1. Korinther 10 und Vers 13. In Vers 12 wird eine sehr gute Einleitung gegeben. Darum, wer meint, er stehe, der meint, ja, er kann nicht versucht werden von Satan, nicht wahr? Er ist also gefeit gegen alles dies. Der mag zusehen, dass er nicht falle. Und wie oft ist das bereits schon geschehen? Und auch Prediger sind damit mit eingeschlossen.
die Jahre hindurch meinten, auch sie seien die Größten von allen und die werden immer die Größten im Reich Gottes sein. Wie jemand mal sagte, ich werde immer über dir im Reich Gottes sein. Die Warnung, seh zu, dass du nicht fällst. Und dann fährt es fort, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, oder man kann auch sagen, menschliche Prüfung. In anderen Worten, alles, was uns widerfährt, ist anderen auch widerfahren, ist, was er hier sagen will. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Oder eine bessere Übersetzung ist, der euch einen Weg zeigen wird, sodass ihr die Versuchung ertragen könnt. Einen Weg aus der Versuchung heraus. Das ist das Versprechen. Aber der Punkt ist der, Satan versucht uns, damit wir sündigen. Satan wird der Versucher genannt in vielen Stellen. Sie können sich das nachher anschauen in Matthäus Kapitel 4 und Vers 3. Da wird er der Versucher genannt. In 1. Thessalonicher Kapitel 3 und Vers 5, eine weitere Stelle, wiederum der Versucher. Aber schauen wir uns hier in 1. Thessalonicher Kapitel 3 und Vers 5 auch den Zusammenhang an, wie man sehr leicht in eine solche Versuchung hineingelangen kann und daraus nicht herauskommen kann, wenn man nicht aufpasst. 1. Thessalonicher Kapitel 3 und Vers 5. Da sagt Paulus, darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn, den Timotheus, gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Okay, aber was war der Zusammenhang? Warum war Paulus hier so besorgt, dass dies der Fall sein könnte? Nun schauen wir uns Vers 3 an. Damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst, dass uns das bestimmt ist. Wir werden ja darauf hingewiesen, dass wir durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen müssen. Paulus war besorgt. Der sagte hier, ihr habt diese Bedrängnisse. Jetzt will ich doch den Timotheus schicken, um zu sehen, ob ihr nicht von dem Satan versucht worden seid, sodass meine Arbeit, unsere Arbeit des Glaubens, der Verkündigung vergeblich ist bei euch. Also die Warnung ist da. Wir sollen schon aufpassen, dass gerade auch in Bedrängnissen wir uns nicht von Satan dann suchen lassen, ihm zu folgen, den leichteren Weg der Welt zu gehen. Der siebte Punkt. Jetzt werde ich ein wenig rechtlich, wenn man das so sagen will. Christus ist unser Verteidiger. Der Satan ist unser Ankläger. Nun schauen wir uns die Stellen an. 1. Johannes Kapitel 2. Christus ist unser Verteidiger, unser Fürsprecher, der für uns eintritt, der uns verteidigt, der unseren Fall, sagen wir einmal so, vor Gott, den Vater, bringt. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 1. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Der tritt für uns ein. Wir werden gleich noch sehen, wie er das tut, wenn wir sündigen, wie wir von der Sünde befreit werden können, wenn wir gesündigt haben. Nun, wir sollen nicht sündigen, aber wir alle sündigen hin und wieder. Auch alle, die wir bekehrt sind, wir sündigen hin und wieder. Wie wir in der Kurzpredigt gehört haben mit Paulus, der das auch erkannt hat. Wenn das geschieht, dann müssen wir erneut die Vergebung der Sünde erlangen. Wir erlangen sie durch Jesus Christus, durch sein Opfer. Wir nehmen wiederum dieses Opfer in Anspruch. Wir begehen ja nicht die unvergebbare Sünde, dass wir nicht mehr bereuen wollen. Wir wollen ja bereuen, wir wollen ja diesen Weg nicht gehen. Aber durch Versuchung, durch Schwachheit haben wir wiederum gesündigt. So können wir die Vergebung erlangen. In Hebräer Kapitel 7. Hebräer Kapitel 7 und Vers 25. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Die Rede von Christus. Wiederum, er ist der Weg. Keiner kommt zum Vater als allein er. Durch ihn. Die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Für sie. Christus bittet Gott, den Vater, für sie. Ganz persönlich. Wenn sie gesündigt haben. Wenn sie bereuen. Wenn sie die Vergebung der Sünde möchten. Hebräer Kapitel 9 und Vers 24. Hebräer Kapitel 9 und Vers 24.
Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern im Himmel selbst, um jetzt für uns, vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Christus, unser Fürsprecher, unser Verteidiger, der für uns vor Gott, dem Vater, erscheint. In Römer Kapitel 8 wird uns klar, was das bedeutet, rein praktisch gesehen. Wie macht Christus dies? Wie geschieht das? Römer Kapitel 8 und Vers 34. Wer will verdammen? Christus Jesus ist der, der gestorben ist, ja vielmehr auch der, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Vertritt. Wie ein Verteidiger den Angeklagten in einem Rechtsstreit vor dem Richter vertritt. Wir kommen gleich noch darauf zurück, wie das geschieht, aber zunächst einmal jetzt Satan. Satan ist der, wenn man so sagen will, der Ankläger, der Verkläger, der Staatsanwalt, wenn man das in dieser Situation betrachten will. Deswegen wollte ich auch niemals Staatsanwalt werden, das war einer von vielen Gründen. Aber hier Offenbarung Kapitel 12. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 10. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 10. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel. Also wenn jetzt Satan herausgeworfen wird, entweder ist das bereits schon geschehen, wenn nicht, wird es wohl bald geschehen. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte einmal im Monat. Tag und Nacht. Der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Ganz buchstäblich. Satan, der Verkläger, der kommt vor Gott, um uns, um sie, um mich bei Gott zu verklagen. Und die Frage ist, jetzt hat er Grund zur Klage. Der sagt, ja, ich habe schon wieder gesehen, wie der oder die gesündigt haben. Spricht er die Wahrheit? Wenn ja, was dann? Lesen wir weiter, Vers 11. Sie, also die jetzt verklagt werden, sie haben ihn überwunden. Durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Die haben ihn überwunden. Die haben diese Anklagen überwunden. Wie? Nun, die beste Weise, die Anklage zu überwinden, wäre die, dass Satan lügt. Mit anderen Worten, er bezichtigt uns der Sünde, wir haben die gar nicht begangen. Aber in vielen Fällen lügt er eben leider nicht. Und wir haben sie begangen. Was dann? Nun, wir haben ihn überwunden, zunächst einmal durch das Lammesblut. Wieso? Wir haben unsere Sünden bereut und wir haben das Opfer Jesu Christi angenommen, das Opfer des Laodonai-Bockes, des Passalammes, und haben von daher Vergebung erlangt. Und wenn wir Vergebung erlangen, dann existieren die Sünden nicht mehr. Weil Gott, der Vater, sagt, wenn die Sünde vergeben ist, dann wird sie hinweggeworfen in den Ozean, wo es am tiefsten ist, dann entschwindet sie auch meiner Erinnerung. So, jetzt kommt also Satan, verklagt uns mit dieser Sünde, die wir begangen haben. Und Gott sagt, ja, wo ist denn das? Wo steht denn das? Nehmen wir mal das Buch an, in dem diese Sünden niedergeschrieben sind. Zeig mal das Buch. Da steht nichts mehr drin. Ist weggewaschen. So überwinden wir diese Anklagen durch das Blut des Lammes. Aber nicht nur das. Es heißt, und durch das Wort ihres Zeugnisses. Sie bekennen schon, dass sie gesündigt haben. Sie bekennen schon ihre Sünde. Sie bereuen. Sie sagen zu Gott, bitte vergib mir. Und bitte gib mir die Kraft, nicht erneut zu sündigen, nicht weiter zu sündigen. Und sie stellen ihren Glauben, ihre Reue unter Beweis, auch dadurch, dass es, wenn es darauf ankommt, sogar ihr Leben nicht lieben bis zum Tode, sogar bereit sind, für den Weg zu sterben, wenn das notwendig ist. Wie das viele Märtyrer auch im Neuen Testament getan haben. Aber hier ist Christus, der uns vertritt. Und der sagt, ja, ich bin für sie gestorben. Und hier ist Satan, der uns anklagt und die Anklage führt. Und wir müssen eben sicher sein, dass wir die Sünde auch bereuen und lassen, damit Satan keinen Grund zur Anklage hat. Sie können später in Sacharja, ich laufe ein wenig der Zeit vorweg, Sacharja Kapitel 3, die Verse 1 bis 5 sich anschauen. In Sacharja Kapitel 3 wird nämlich auch davon gesprochen, wie Satan der Ankläger ist, der in diesem Falle Josua verklagt. Und es heißt, der Engel des Herrn
der sagt, nein, dem ist Vergebung erteilt worden, hat jetzt ein gutes Gewand an, ein weißes Gewand an, die Sünde ist ihm erlassen worden. Aber Satan wird immer und immer wieder als unser Ankläger bezeichnet. Derjenige, der nicht unser Freund ist, derjenige, der unser Feind ist. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Christus ist unser wahrer Gott. Satan ist der falsche Gott. Aber auch das hat Konsequenzen. Christus war immer schon Gott. Viele lehnen das ab. Viele glauben, dass Christus nicht Gott war. Manche meinen, der sei ein Engel gewesen vor seiner Geburt als Mensch. Andere meinen, der hat gar nicht existiert. Gott, der Vater, habe ihn also erschaffen im Mutterleibe Mutterleibe Marias. Alles dies sind falsche, blasphemische, bibelleugnende Argumente. Christus war immer schon Gott. Christus wurde Mensch. Vollends. Er war tot für 3 Tage und 3 Nächte im Grab. Als er tot war, gab es ihn nicht. Lebend. Und er wurde dann auferweckt und wurde wieder das Gottwesen, das er gewesen war, bevor er ein Mensch wurde. Und er ist heute Gott. Er wird sogar unser großer Gott in der Bibel genannt. Ich habe viele Predigten darüber geschrieben oder gegeben, habe auch einiges darüber geschrieben. Jetzt nur kurz in Titus Kapitel 2. Aber es ist wichtig, dies zu verstehen. Denn da gibt es sehr viel Verwirrung. Einige sagen, ja, Christus war völlig Gott und völlig Mensch hier auf Erden. Absolut verkehrt. Denn wenn er völlig Gott war, hätte er nicht sterben können. Wenn er völlig Gott war, hätte er nicht die Sünde im Fleisch überwinden können. Nein, er war völlig Mensch. Deswegen starb er, deswegen überwand er die Sünde im Fleisch. Titus, Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilandes. Das Wort unseres steht nicht im Urtext. Wir warten auf die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Jesus Christus, unser großer Gott und Heiland, der erscheinen wird. Hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft. Es gibt viele Stellen, die das nachweisen, dass Jesus Christus Gott war und ist. Nur noch Hebräer Kapitel 1 und Vers 8 als eine Stelle. Es gibt viele mehr. Aber ich möchte noch einen weiteren Punkt behandeln, wenn es geht. Hebräer Kapitel 1 und Vers 8, wo es heißt, der Vater spricht von dem Sohn und nennt ihn wie? Gott. Also hier ist Gott der Vater. Der sagt von dem Sohn, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Wird Jesus Christus, der Sohn, als Gott angesprochen, schon in Zeiten des Alten Testamentes, ein Zitat hier aus Psalm 45. Also Jesus Christus war Gott, wurde Mensch, starb als Mensch, wurde auferweckt als ein Gottwesen. So wie auch Sie und ich, wenn wir auferweckt werden, zu unsterblichem Wesen, auch teilhaben werden an der Gottfamilie, Gottwesen sein werden. Etwas, was heutzutage die meisten Menschen absolut nicht glauben. Aber hier kommt Satan, der falsche Gott. Wussten Sie, dass Satan in der Bibel als Gott bezeichnet wird? Aber nicht der Gott, den wir anbeten sollen. 2. Korinther Kapitel 4. 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 3 bis 4. 2. Korinther 4, Vers 3. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes, Gottes des Vaters. Hier wird Satan als der Gott dieser Welt beschrieben. Der Gott dieses Zeitalters. Deswegen sollen wir aus dieser Welt herauskommen. Wir sollen ja nicht Gott, den Gott dieser Welt, Satan dem Teufel anhängen, ihn anbeten, ihm folgen. Die meisten, wie ich sagte, tun dies, ohne es zu wissen. Interessant ist auch, dass der Gott dieser Welt, Satan der Teufel, angebetet werden will. Das ist eines seiner Begierden, die er hat. Er will angebetet werden. Er sagte zu Christus, ich will dir all diese Reiche geben, wenn du nur vor mir niederfällst und mich anbetest. Und Christus hat es nicht getan. Er will auch, dass wir ihn anbeten, dass die Menschheit ihn anbetet. Und wir tun dies natürlich dann, wenn wir ihm folgen. Ohne zu wissen, möglicherweise, dass wir es tun. Aber einige wissen es auch.
Die meisten natürlich wissen es nicht, dass sie wirklich jetzt Satan anbeten. Aber die Bibel beschreibt es so in Offenbarung Kapitel 9. Offenbarung Kapitel 9, die Verse 20 bis 21. Sie beten den Gott dieser Welt an, ohne es zu wissen. Meinen vielleicht, dass sie den Vater anbeten, dass sie Jesus Christus anbeten. Tun es aber nicht. Offenbarung Kapitel 9, die Verse 20 bis 21. Die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, die also noch kommen werden, die bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen, hölzernen Götzen und so weiter und so fort. Und sie sich auch nicht bekehrten von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht, ihrer Dieberei. Die beteten nach wie vor die bösen Geister an. Heute ist es so, dass wir gewarnt werden, nichts zu tun zu haben mit Dämonen. Paulus sagt, ihr könnt nicht von dem Kelch des Herrn trinken und von dem Kelch der Dämonen. Er sagt, ich will nicht, dass ihr in Kontakt mit Dämonen kommt, denn die, die das tun, die beten böse Geister an. Wir müssen uns darüber klar werden, was die Bibel uns sagt in der Beziehung. Nicht meinen, wir könnten einfach da herumschlittern und das hat keine Konsequenzen. Der neunte Punkt, Christus, der Herrscher der zukünftigen Welt. Satan, der Herrscher der gegenwärtigen Welt. Offenbarung Kapitel 20. Christus, der Herrscher der Welt von morgen, wie man sagen könnte, der zukünftigen Welt. Offenbarung Kapitel 20, angefangen in Vers 4. Ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben, und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, des Zeugnisses von Jesus und des Wortes Gottes willen, die nicht angebetet hatten, das Tier, sein Bild, die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand, diese wurden lebendig. Wer wurde lebendig? Die Seelen, die getötet worden waren, wurden lebendig, wie es heißt. Keine unsterbliche Seele wird hier genannt. Es sind Menschen, die wurden getötet, die wurden wieder lebendig und regierten mit Christus. 1000 Jahre. Dann wird Christus regieren. Dann werden wir, wahre Christen, unter Christus regieren. Heute sollen wir mit den Regierungsgeschäften dieser Welt nichts zu tun haben. Mit diesen ganzen politischen Ereignissen, mit ganzen diesen Wahlkampagnen, die zurzeit stattfinden, hier in Deutschland, auch überall sonst. Wir müssen verstehen, das ist nicht Gottes Welt. Wir sind Botschafter einer besseren Welt. Wir sind Botschafter der Welt von morgen. Satan ist der gegenwärtige Herrscher dieser Welt. Schauen wir uns 1. Johannes Kapitel 5 an. 1. Johannes Kapitel 5 und in Vers 19. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 19. Wir wissen, dass wir von Gott sind. Und die ganze Welt liegt im Argen. Oder gehört dem Bösen an, wie es auch übersetzt werden kann. Wissen wir das? Dass wir von Gott sind und die ganze Welt ist unter der Kontrolle Satans, des Teufels und seiner Dämonen? In Johannes 14 lesen wir Vers 30. Johannes 14 und Vers 30. Deswegen wird Christus kommen, um Satan zu binden, damit er nicht mehr diese Herrschaft ausüben kann über die Welt, die er heute ausübt. Johannes 14 und Vers 30. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Andere Übersetzungen haben der Prinz dieser Welt, der Herrscher dieser Welt. Und er hat keine Macht über mich. Aber hat er noch Macht über uns, ist die Frage. Epheser Kapitel 6. Es ist nicht nur Satan. Ich hatte ja gelesen, dass ein Drittel der Sterne, symbolisch für Engel, ihm folgten, zu Dämonen wurden. Ein Drittel aller von Gott erschaffenen Engel wurden zu Dämonen. Das sind eine ganze Menge. Die gibt es heute auch noch. Die sind irgendwie aktiv. Was machen die heute? Wo sind die heute? Epheser, Kapitel 6 und Vers 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wir nehmen nicht teil an den Kriegen dieser Welt. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Denen müssen wir widerstehen. Und wie wir hier lesen, wenn wir weiterlesen, dann heißt es, wir können dies dadurch tun, dass wir die Waffenrüstung Gottes annehmen. Die Waffenrüstung Gottes. Aber bevor wir auf die Waffenrüstung Gottes eingehen,
schauen wir uns kurz die Waffenrüstung Satans des Teufels an. Der hat nämlich auch eine Waffenrüstung. Aber die wollen wir natürlich nicht annehmen. In 2. Korinther Kapitel 2. Wie lange kann ich eigentlich sprechen, dass wir das alles auf eine DVD kriegen? Eine Stunde und was? 15 Minuten? Und wie viel habe ich gesprochen? 45 Minuten. Das war schon vor 45 Minuten der Fall. Eine geht doch, eine Stunde 10. Habe ich nur noch 5 Minuten dann. Muss ich mich beeilen. Ich kann ja auch am Lochhüttenfest noch mehr darüber sprechen. Aber hier in 2. Korinther Kapitel 2 und Vers 11. Ich gebe Ihnen nachher ein paar Stellen an, die können Sie sich nachher anschauen. Wir werden gewarnt, dass wir nicht übervorteilt werden vom Satan, denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat. Er ist dabei, uns zu übervorteilen. Er tut dies durch Anschläge. Es wird von listigen Anschlägen des Teufels gesprochen in Epheser Kapitel 6 und Vers 11. Er will uns mit List verführen. Wir lesen dies in 2. Korinther Kapitel 11 und Vers 3. Es wird davon gesprochen, dass wir uns aus der Schlinge des Teufels befreien müssen. 1. Timotheus, Kapitel 3 und Vers 7. Das sind die Waffen Satans. Die sind nicht so offensichtlich. Mit List, listige Anschläge, Schlingen, die um einen herumgewickelt werden. Aber wir können der Einflussnahme Satans dadurch entfliehen, dass wir die Waffenrüstung Gottes anlegen, die in Epheser Kapitel 6 beschrieben wird. Wir lesen zum Beispiel, dass Christus zu uns spricht. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 20. Er spricht zu uns wie? Nicht unbedingt, dass Sie jetzt eine Stimme hören. Wenn Sie das hören, dann müssen Sie mal mit mir nachher sprechen. Dann werde ich ein bisschen mit Ihnen dann was diskutieren müssen. Darum geht es nicht. Nein, er spricht zu uns durch die Bibel. Er spricht zu uns dadurch, dass sein Heiliger Geist in uns wirkt, uns leitet, wie wir gehört haben. Er spricht zu Ihnen auch, ob Sie es glauben und akzeptieren wollen oder nicht, durch seine Predigerschaft. Nicht, weil wir jetzt in der Predigerschaft so unglaublich fähige Menschen sind, sondern Gott hat uns dazu ernannt, diese Funktion zu erfüllen. Und das gilt nicht nur, wenn wir hier von diesem Pult aus sprechen, sondern ich bin ja nicht nur Prediger für 2 Stunden. Ich bin Prediger für 24 Stunden am Tag. Das sollte man auch begreifen. Aber es geht darum, dass wir die Waffenrüstung Gottes anlegen müssen. Und diese Waffenrüstung Gottes, wenn Sie Epheser Kapitel 6 sich durchlesen, die besteht aus Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden, Glaube, Heil, Gottes Wort und Gebet. Aber alles dies kommt von Gott. Schauen Sie. Die Wahrheit muss Ihnen von Gott gegeben werden. Gerechtigkeit kommt von Gott. Gottes Geist in Ihnen erlaubt Ihnen, gerecht zu leben. Friede wird Ihnen von Gott gegeben, wenn Sie friedvoll sind. Letztendlich Glaube kommt von Gott. Es ist nicht Ihr Glaube. Es ist der Glaube Jesu Christi in Ihnen, der Sie befähigt, Gottes Wort zu halten. Und selbst wenn es um Gebet geht, sagt Christus, ja, ihr wisst ja gar nicht, was ihr beten sollt. Der Vater, der weiß aber schon, was ihr beten werdet, noch bevor ihr es sagt. Aber der Heilige Geist in euch, der wird euch helfen, die richtigen Worte zu finden. Und ich als euer Fürsprecher bin da, um zu kommunizieren, zu Gott dem Vater zu kommunizieren, was ihr vielleicht sagen wolltet, ohne es wirklich gesagt zu haben. Alles dies kommt von Gott. Wir müssen es aber akzeptieren, wir müssen es annehmen, wir müssen es in unserem Leben wirken lassen. Und die Frage, die sich zum Abschluss dann der heutigen Predigt stellt, ist die folgende. Wenn wir an den Versöhnungstag denken, wenn wir an den Bock La Adonai denken und an den Bock Azazel, dann müssen wir uns entscheiden, welchem Bock, welcher symbolischen Bocksgestalt sozusagen wir folgen wollen. Gott hat uns offenbart, wer der Bock ist, dem wir folgen sollen. Jesus Christus. Aber wie wir gehört haben, er zwingt uns nicht. Er lässt uns die Wahl. Aber er will natürlich, dass wir die richtige Wahl treffen. 5. Mose zum Abschluss, Kapitel 30. Bevor wir die Stelle lesen, möchte ich Ihnen allen noch einen sehr besinnlichen Versöhnungstag wünschen und dann eine gute Fahrt hin zum Lapphüttenfest, wo wir viele von Ihnen sehen werden, auch viele, die hier zugehört haben und einige vielleicht, die auch so noch kommen werden. Und wir freuen uns sehr, euch alle kennenzulernen, aber bitte beten Sie auch füreinander und auch dafür, dass diejenigen, die jetzt Schwierigkeiten vielleicht haben, in praktischer Hinsicht dorthin zu gelangen, zu irgendeinem der Festorte, dass sie in der Lage sein werden, dies zu tun. 5. Mose 30, die Verse 6 bis 7 zunächst. 5. Mose 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden.
Es geht nicht um physische Beschneidung. Es geht um die geistliche Beschneidung des Herzens. Und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott liebst, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Es geht hier auch um eine Bekehrung. Es geht auch darum, dass wir den Heiligen Geist erhalten müssen, um Gott folgen zu können. Und da spricht er natürlich von den Flüchen hier, in Vers 7. Alle diese Flüche wird der Herr, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, die dich hassen und verfolgen. Vers 11. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, das ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Vers 15. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute und den Tod und das Böse. Und wenn du gehorchst den Geboten des Herrn deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den Herrn deinen Gott liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren, selbst physisch, wie viel mehr geistlich. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen. Vers 19. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst. Du, aber nicht nur du. Als Eltern haben wir eine gewaltige Verantwortung auch unseren Kindern gegenüber. Du und deine Nachkommen. Ihre Entscheidung hat einen großen Effekt auf das Leben, möglicherweise auch das geistliche Leben ihrer Kinder. Sodass wir heute uns entscheiden müssen, wem wollen wir folgen? Dem Bock La Adonai oder dem Bock Azazel?